Mit dem Ender hat der bislang kleinste 3D-Drucker seinen Weg in meinen Bastelkeller gefunden. Wie die vorherigen Modelle auch, habe ich den Drucker von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Der Drucker wird als Bausatz geliefert. Die zum Zusammenbau benötigten Werkzeuge liegen dem Bausatz bei. Die Verkabelung erfolgt ohne Lötkolben über verpolungssichere Stecker. Die Bauanleitung gibt's in Form eines Videos auf der beiliegenden MicroSD-Karte. In diesem wird der Drucker in etwa 20 Minuten zusammengebaut. Der Schwierigkeitsgrad der Montage ist sehr niedrig, man kann nicht viel falsch machen und was dennoch verkehrt herum montiert wurde, kann schnell wieder korrigiert werden. Ich habe 3 Stunden benötigt, dabei aber auch viele Fotos zu den einzelnen Bauabschnitten angefertigt. Diese Bilder könnt ihr auf meinen Projektseiten aufrufen. Nach dem Zusammenbau muss das Druckbett mit Hilfe der 3 Rändelmuttern auf eine niedrige Position gebracht werden. Der Ender besitzt einen Baudenextruder, der schwere Motor, welcher das Filament in das Hotend drückt, wird nur längs der Z-Achse bewegt. Zwischen Extrudermotor und Hotend wird das Filament in einem Röhrchen aus Polytetrafluorethylen, einem hitzebeständigen Kunststoff mit geringem Reibungskoeffizienten, geführt. Dadurch ist der Schlitten der X-Achse deutlich leichter und das Filament wird gleichmäßiger von dem Motor eingezogen. Die Achsen bewegen sich längs 20x20 bzw. 20x40mm Aluminiumprofilen, geführt von kugelgelagerten Kunststoffrollen. An keiner der Achsen ist merkliches Spiel festzustellen, die Mechanik wirkt ausreichend stabil. Je eine der 3 Rollen einer Führung besitzt eine Exzentermutter, mit deren Hilfe das Spiel verringert werden kann. Hier habe ich dieses zur Verdeutlichung an der Y-Achse besonders groß eingestellt. Von Zeit zu Zeit sollte man vor einem Druck prüfen, ob das Druckbett und der Druckkopf noch spielfrei gelagert sind. Sollte das nicht der Fall sein, so kann das Spiel eliminiert werden, indem die Position der Rolle mit der Exzentermutter näher zum Aluminiumprofil gebracht wird. Die Abmessungen des Druckers betragen 30x33x60cm und das maximale Druckvolumen beträgt 15x15x20cm. Das Druckbett ist beheizt, die Maximaltemperatur beträgt etwa 60 Grad. Die maximale Extrudertemperatur liegt bei 240 Grad. Das externe Netzteil liefert 12 Volt bei bis zu 10 Ampere und ist vorbildlich isoliert. Der Ender verfügt über einen Ein-Ausschalter. Nach dem Einschalten können alle Achsen zu den Endschaltern gefahren werden. Der Drucker ist nicht übermäßig laut, es sind keine aufdringlichen Lüftergeräusche zu vernehmen. Am Druckkopf befindet sich nur ein Lüfter für den Extruder, der ständig läuft. Dessen Luftstrom kühlt gleichzeitig den Kunststoff beim Druckvorgang, es existiert kein zweiter Lüfter, um diesen Vorgang steuern zu können. Es folgt das Justieren des Druckbetts. Dazu werden die X- und Y-Achse über das Menü des Druckers angesteuert und der Druckkopf über die 3 Befestigungspunkte mit den Rändelmuttern gefahren. Im ersten Durchgang wird die Lücke zwischen Extruderdüse und Druckbett nur grob auf etwa 2 mm eingestellt und in mehreren weiteren Durchgängen wird diese Lücke so weit reduziert, bis im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend durch diese Lücke gezogen werden kann. Um das Filament einzuführen, muss der Druckkopf zunächst entweder per Hand oder über das Druckermenü etwas nach oben gefahren werden. Jetzt den Extruder vorheizen. Ich verwende PLA, somit beträgt die Zieltemperatur 185 Grad Celsius.
Sobald diese Temperatur erreicht ist, wird der Hebel am Extrudermotor gedrückt und das Filament eingefädelt. Dieses so lange einschieben, bis am Extruder ein deutlich sichtbarer Strang Kunststoff austritt. Für gute Haftung des zu druckenden Kunststoffs auf dem Druckbett wird dieses mit einer möglichst dünnen Schicht Klebstoff versehen. Ein Kleberstick liegt dem Bausatz bei. Damit ist der Drucker bereit für seinen ersten Auftrag. Nach dem Einführen der MicroSD-Karte wähle ich die Datei cat.gcode an, die vom Hersteller auf der Karte mitgeliefert wurde. Diese kann auf jeden Fall von dem Drucker abgearbeitet werden, womit falsche Parameter in der Software als Fehlerquelle ausscheiden. Der Drucker beginnt mit seiner Arbeit, sobald die Temperaturen von Hotend und Druckbett erreicht sind. Schicht um Schicht entsteht die Figur. Die Füllung ist auf 0 gesetzt, die Katze wird als Hohlkörper gedruckt. Die Extrudertemperatur beträgt 200 Grad, das Druckbett wird während des Druckauftrags auf 45 Grad Celsius gehalten. Die Schichtstärke beträgt 0,15 mm. Zwischen den Ohren der Katzenfigur werden keine Fäden gesponnen, bezüglich Stringing ist der Drucker sehr gut. Nach 3 Stunden und 25 Minuten ist die Katze fertig. Wie zu sehen ist die Haftung am Druckbett sehr gut. Glückskatzen müssen goldfarben sein. Die Figur kommt mit dem gold-bronzefarbenen Filament gut zur Geltung. Das Filament ist lediglich gefärbt, es besteht nicht aus einem hohen Anteil an Metallpartikeln. Die Katze ist 69 mm hoch und die Grundfläche beträgt 45 x 41 mm. Die Schriftzeichen sind gut zu erkennen und die Konturen der Oberfläche wurden sauber gedruckt. Der nächste Test ist ein weiteres Glied meiner Schleppkette. Auch hier sind in den runden Öffnungen fast keine unerwünschten Filamentfäden zu erkennen. Die bronzefarbenen Glieder passen ebenfalls in die Schleppkette, deren weitere Teile meinen vorangegangenen Druckertests entstammen. Hier drucke ich ein Rad für ein Roboterfahrzeug. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm und das Rad wird mit einer Füllung von 15% gedruckt. Mit der Rundung beträgt die Breite des Rades, also hier die Druckhöhe, 50 mm. Die Karosserie wird aus transparentem Filament gedruckt, das im Dunkeln grün fluoresziert. Die Fahrzeuglänge beträgt 19 cm, womit die Karosserie nur hochkantstehend gedruckt werden kann. Als Vorteil dieser Lage ergibt sich, dass das Bauteil ohne Stützmaterial gedruckt werden kann. Mehr zu diesem Roboter, den ihr in meinem Robospatium fahren könnt, gibt's auf meinen Projektseiten. Der Ender 3D-Drucker überzeugt mich nicht nur, aber im Besonderen aufgrund seiner kompakten Abmessungen. Wer nur gelegentlich druckt, kann das Gerät nach getaner Arbeit im Schrank verstauen. Der Drucker lässt sich sehr gut mitnehmen und eignet sich damit hervorragend, um den 3D-Druck in Schulen oder auf Techniktreffen einem breiten Publikum vorzuführen. Für Neuansteiger in die Materie ist der niedrige Preis ein weiterer Pluspunkt. Man riskiert beim Experimentieren nicht gleich teure Komponenten zu zerstören.
Das Druckvolumen ist für sehr viele Anwendungsbereiche ausreichend groß. Bedenkt, dass mit der Größe der zu druckenden Teile das Warping, also das Schrumpfen der Bauteile beim Abkühlen des Kunststoffes und die damit verbundenen Probleme stark zunimmt. Auch aus diesem Grund gilt, kleiner ist besser. Wer sich ein eigenes Urteil zur Druckqualität bilden möchte, findet auf meinen Seiten Bilder der Beispieldrucke in hoher Auflösung. In diesem Sinne, danke fürs Angoogle und bis bald!